Was hilft gegen Heißhunger? Wie kannst du Heißhunger stoppen? Kennst du das? Abends nach der Arbeit, du kommst zur Ruhe, du bist entspannt, du liegst auf dem Sofa und du denkst dir, ich könnte eigentlich noch was Köstliches naschen. Bei mir war es häufig so, ich kam abends von der Arbeit und als ich dann mich ausgeruht habe auf dem Sofa, dann ist es über mich gekommen. Ich bin unglaublich anfällig gewesen für Gummibärchen. Ich habe gedacht, komm, da gibt es so einen Schrank bei mir oder gab es den Schrank, wo die drin waren. Und ich sagte, komm, ein paar kannst du essen. Und wie ich mich versehen habe, auf einmal war die Packung leer. Und das geht häufig so. Und warum ist das so? Warum ist das so, dass man einfach dann nicht stoppen kann? Warum kann man den Heißhunger nicht in den Griff bekommen? Und das ist ganz einfach. Es ist so, die Hirnforscher haben herausgefunden, dass bestimmte Lebensmittel, Gerüche, die Vorstellungen daran, das Riechen mit der Kombination des Visuellen, des Sehens, Regionen im Gehirn einfach anschalten, die bei Drogen, bei harten Drogen genauso angeschaltet werden. Und die Lebensmittelhersteller wissen das und deswegen tun sie ganz, ganz viel von diesen Dingen umsetzen, die für uns und für jeden Einzelnen dann diese Falle beherbergt, wo man sagen kann, wie kann ich den Heißhunger in den Griff bekommen? Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie ich das in den Griff bekommen habe, weil seit über einem Jahr ist es bei mir wirklich kein Thema mehr. Und das ist ein Punkt, wie ich jetzt auch bei mir in der Gruppe, in der Mind Diet, immer versuche, mehr daran zu gehen, dass andere das auch noch hinbekommen und wirklich richtig gute Erfolge damit habe. Und ein paar Tipps gebe ich dir hier in diesem kurzen Video. Und mein erster Tipp ist, schaue, dass dein Insulinspiegel immer konstant ist. Der größte Fehler ist zu sagen, ich verzichte mal auf eine Mahlzeit, weil unser Gehirn, sobald es merkt, es kriegt nicht die Nährstoffe, die es braucht oder die Nahrungsmittel, die es braucht, um ganz konstant sich nicht auf Hunger zu konzentrieren, wird das Problem immer größer. Das bedeutet, wenn du sagst, du isst mal kein Mittag und zum Abend hin wirst du dann essen, dann wirst du im Endeffekt den Verzicht des Gehirns wird dazu führen, dass du auf jeden Fall Heißhunger entwickelst. So, also das erste ist, versuche konstant deinen Insulinspiegel zu halten. Und wie kriegst du das hin? Durch gesunde Fette, durch gutes Eiweiß und komplexe Kohlenhydrate. Weil alles, was einfache Kohlenhydrate sind, geht der Insulinspiegel ganz schnell hoch und fällt auch unglaublich schnell wieder ab. Und das ist dann die Geschichte, die dann bei dir passieren kann oder die bei jedem passiert, dass man dann Heißhunger entwickelt, weil man möchte wieder so einen so starken Dopamin-Serotonin-Anstieg haben. Ja, also versuche konstant zu essen und natürlich die richtigen Nahrungsmittel. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du Süßigkeiten sehr gerne isst, bei mir waren es Gummibärchen, schaffe dir dazu Alternativen. Bei mir ist es dann ein fresher Smoothie, ja, ein frisch gepresster Smoothie, der einfach auch ein bisschen die Süße hat, der aber gesund ist, der genauso im Endeffekt schmeckt wie Gummibärchen zum Teil. Oder wenn es bei dir zum Beispiel Schokolade ist, dann mach es so, dass du sehr dunkle Schokolade nimmst. Sehr dunkle Schokolade oder wenn du auf deine Lieblingsschokolade nicht verzichten möchtest, dann frier sie auf jeden Fall ein. Frier die Schokolade ein. Dadurch musst du sie lutschen und kannst nicht so viel davon nehmen. Ja, und wenn du zum Beispiel denkst, ich habe spezielle Zeiten, wo ich anfälliger bin, das heißt stressige Phasen, dann könntest du auch nochmal schauen, ob dein Magnesiumspiegel ausreichend hoch ist, weil in stressigen Phasen ist der Magnesiumspiegel meistens schnell am Boden. Ja, wir haben keinen Speicher von Magnesium und man hat gezeigt, dass es, wenn eine stressige Phase ist, Magnesium viel mehr gebraucht wird. Das heißt, probier es mal aus mit Magnesium. Wichtig nicht, die Tütchen, die man direkt in den Mund hinein
ohne Wasser lösen kann, weil hier sind viele Zuckeraustauschstoffe drin. Neben die normalen Tabletten zum Schlucken. Das ist zwar ein bisschen komplizierter, aber du hast mehr davon. So, wenn du noch ein paar mehr Tipps gegen Heißhunger haben möchtest oder du noch ein paar Fragen dazu hast, wie es bei dir immer abläuft und warum bei dir gerade der Heißhunger so schwierig ist, dann stell mir auf jeden Fall die Fragen in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es auf jeden Fall und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Also, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Mach's gut, dein Frank.